Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schäferinnen und Schäfer in Nordrhein-Westfalen, das haben wir 2014 auch schon einmal klar gemacht mit einem Antrag, und das wollen wir heute noch einmal klar machen, verdienen die Unterstützung unseres Parlaments. Sie verdienen deshalb die Unterstützung von uns, weil Schäferei einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz erbringt, weil sie die Tiere gut halten. Wenn man Schafe draußen sieht, glaube ich, ist das allein schon immer ein schöner Anblick. Und eine weitere Sache, die ist ja auch gerade hier vor Ort nicht unwichtig, mit der Schafbeweidung werden auch die Deiche gesichert. Insofern auch ein Beitrag zum Hochwasserschutz an der Stelle. Wir alle haben das Thema 2014 aufgegriffen, haben gesagt, wir müssen was tun, weil die Schafhaltung in der Existenz bedroht ist. Wir wissen, dass seit 2000 die Hälfte der Schafe aus Nordrhein-Westfalen verschwunden sind. Viele schafhaltende Betriebe haben aufgegeben. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die kann uns gemeinsam nicht ruhen lassen. Wir wollen die Schafhaltung, weil sie gerade über die Beweidung für die Artenvielfalt einen hohen Beitrag leistet. Beweidung ist nachgewiesenermaßen der beste Beitrag, um Grünland artenreich zu gestalten, um Vielfalt eben in der Natur herzustellen. Und deshalb ist Schafhaltung da ein wichtiger Punkt. Nur dummerweise für die Schafhalter kriegt man in der Regel genau das nicht über den Markt bezahlt. Und von daher brauchen sie die Unterstützung von uns. Und ich glaube, gerade an dieser Stelle, wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über das Insektensterben diskutiert. Was kann man denn tun beim Insektensterben? Alle haben wir zusammen gesagt, wir wollen da was machen, wir müssen Insektenvielfalt erhalten. Und dann ist dies eine Möglichkeit, etwas zu tun, ganz konkret etwas zu tun, indem wir eben Schafbeweidung ermöglichen. Denn das sorgt auch für Vielfalt an der Stelle. Meine Damen und Herren, wer sich mit Schäferinnen und Schäfern unterhält über die Probleme, die es in den Betrieben gibt, der erfährt sehr schnell, dass viele Betriebe sich fragen, wie geht es denn weiter? Wer übernimmt denn unseren Betrieb? Eine Debatte, die wir auch in der Landwirtschaft insgesamt führen, aber in der Schafhaltung noch mal gesteigert führen. Und wenn wir da nicht neue Perspektiven aufzeigen, dann, glaube ich, werden wir es einfach nicht schaffen, junge Menschen dafür zu begeistern, dass sie eben diesen Beruf ergreifen oder wenigstens Schafhaltung im Nebenerwerb betreiben. Auch das kann ja ein Weg sein. Ein wichtiger Einschnitt an der Stelle, und darum kreist ja unser Antrag, ein wichtiger Einschnitt war die Agrarreform 2003. Damals haben wir alle zusammen beschlossen, dass wir die Prämien entkoppeln wollen. Das hieß für die Schafhalter, dass die Prämien von den einzelnen Tieren weggenommen werden und insgesamt auf die Fläche umgelegt werden. Das war für die Schafhalter vielleicht noch in Ordnung, die über Fläche im großen Stil verfügten. Da gibt es auch natürlich immer auch ein paar Gewinner. Aber die Mehrheit der Schafhalter haben ganz klar verloren. Denn viele Schafhalter verfügen nur über sehr wenig Fläche oder gar keine Fläche. Und in dem Moment haben sie einfach bei der europäischen Agrarreform verloren und müssen seitdem auf diese Gelder verzichten. Wir möchten deshalb, dass an dieser einen Stelle, wir halten die Entkopplung insgesamt nach wie vor für richtig. Das war insgesamt ein richtiger Schritt. Aber wir sind der Meinung, dass gerade im Punkt Schafhaltung der Schritt falsch war, weil wir da diese besondere Konstellation haben. Und deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass wir an dieser einen Stelle einen anderen Weg gehen und den Weg gehen, den 22 europäische Länder mittlerweile gehen und die Prämie wieder an die Tierhaltung koppeln, mit einer Weidetierprämie das machen. Und wir möchten gerne, dass wir hier aus dem Landtag heraus dieses Signal auch setzen und sagen, wir als Landtag von Nordrhein-Westfalen möchten die Schafhalterinnen und Schafhalter an der Stelle unterstützen. Wir wollen, dass wieder Prämien tierbezogen hier möglich sind, um den Betrieben überhaupt die Existenz abzusichern. Und an der Stelle will ich auch noch mal klar sagen, wenn die deutsche Bundesregierung da sich an der Stelle jetzt weigert, kann ich das nicht nachvollziehen. Wir haben diese Debatte jetzt intensiv geführt. Und wenn es 22 andere Länder können, dann muss man sich doch auch mal als Bundesregierung überlegen, wer denn da falsch unterwegs ist. Das ist die Frage des Geisterfahrers. Wenn alle anderen mir entgegenkommen, dann bin ich vielleicht doch derjenige, der in die falsche Richtung fährt. Und deshalb fordern wir noch mal ganz klar die Einführung der Weidetierprämie. Wir finden auch noch mal, dass es ein Dankeschön an die Schäferinnen und Schäfer wert ist, dass sie sich mit der Petition auch so bemerkbar gemacht haben. Das ist Engagement, das finde ich klasse, dass das so möglich war. Über 140.000 Unterschriften für eine Online-Petition für Schafhaltung.
Das, finde ich, ist schon beachtlich und zeigt, dass den Menschen hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland eine Menge an der Schafhaltung liegt. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss mit Ihnen zusammen. Würde mich am Ende freuen, wenn wir doch noch da was Gemeinsames hinkriegen würden. Vielen Dank.